Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es um die grauen Waffen aus den Tiefen. Und das hier ist das, was ich gefunden habe. Wie gesagt, letztes Mal schon gesagt, ich habe es getrennt diesmal. Und wir schauen uns das Ganze mal an. So, fangen wir mal diesmal mit den Dolchen an. Und zwar haben wir einmal da den Stacheldolch. Ne, das einfache Modell, ohne Großfarbe. Dann haben wir noch den feinen Spitzdolch. Ja, ist genau der gleiche. Dann haben wir die scharfe Muskete. Ne, hier mit dem ausgebleichten, dem hellen. Und die Schildwachenmuskete. Wird sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen wiederholen, mit dass Sachen gleich aussehen. So, dann haben wir einmal den Doppellangbogen. Hier mit dem roten Holz und mit dem Silber und ausbalancierter Langbogen. Also wenn ihr das eine nicht findet, könnt ihr auch das andere benutzen. Dann habe ich einmal den schweren Kriegsstab, ne, das ist der rote, hier mit den Mustern. Und wir haben den plumpen Kriegsstab. Genau das gleiche. Dann haben wir die gezackte Axt. Und die schwere Feuersteinaxt. Dann haben wir die ausbalancierte Kriegsaxt. Ne, hier das Verblasste mit dem grünen Griff. Und abgesplitterte Streitaxt. Dann bei den Schwertern haben wir einmal das feine Langschwert. Das kurze mit den orangenen. Und scharfes Kurzschwert. Sieht auch gleich aus. Bei den großen ist es einmal das gewetzte Claymore. Ne, hier mit dem leichten Lila drin. Auch ein schönes Zweihand. Und das schmale Großschwert. Dann haben wir stumpfer Streitkolben. Ne, hier oben mit der Holzspitze und so ein bisschen Metall. Und der Schlagkolben. Bei der Zweihand haben wir den unförmigen Schlegel. Ne, hier mit Gelb und Schwarz. Und den Schmetterschlegel. Hier haben wir jetzt einen Unterschied, der ist Silber. Aber ein bisschen Änderung. Ausnahmsweise eine Farbänderung. So, und jetzt kommen wir zu den Schildern. Da haben wir einmal die Blocktasche. Ne, das ist ja dieses verunstaltete Schild mit dem grünen Blau. Ne? Dann haben wir Schutzpavese. Das kennen wir auch, ne? Das viereckige mit den 5 Kristallen. Dann haben wir das Wappenrundschild. Ne? Kennen wir auch hier mit dem Muster in Gelb, Orange. Und wir haben den Abwehrturm. Das ist so die Standard, das Standardmusterung, ne? Hier jetzt in Gelb, Orange. Gut, das war eine schnelle Runde. Nächste Mal sehen wir uns die normalen Waffen an. Das wird ein bisschen länger dauern. Ich danke euch fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.